Stadt. Okay, es wird Zeit, in den Untergrund zu gehen. Und das ist auch genau das, was ich jeden Abend deiner Mutter sage. Bitte schieß mich. Ernsthaft, ich habe seit ein paar Tagen nicht aufgenommen, von daher. Ich denke, an der Oberwelt hatten wir soweit eigentlich alles relativ gut abgeschlossen. Was uns jetzt nur noch bevorsteht, ist eigentlich die Unterwelt. Und ich muss auch zugeben, dass ich in letzter Zeit Heroes ein bisschen hängen lasse. Gibt es da was zu holen? Nope. Geh doch einfach mal da runter. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Er wird sterben, der Gute, aber das ist nicht mein Problem. Also mal kurz schauen, was ist das denn? Haufen, viele, Horde, viele, viele. Haufen. Das könnte tatsächlich ein unangenehmer. Das könnte sogar ein sehr unangenehmer Fight werden. Ich glaube, mit dem Guten gehe ich nochmal nach oben. Und tu so, als wäre ich nie hier gewesen. Was hat die? Die hat auch nicht so viel. Da kann ich nicht lang. Auf geht's. Fuck you, Wolfsreiter. Nein. Wir wollen das jetzt möglichst schnell hinter uns bringen. Aber ich habe jetzt schon einiges an Zeit dieser Mission verbracht. Und ihr wartet jetzt auch schon eine Weile darauf, dass... Na, holla die Waldfee. Muss denn das sein? Das wird unschön. Habe ich... Nur so funktioniert natürlich nicht. Sehr gut, dass mir Magier absolut keinerlei... Ach du Scheiße. Warte mal, Präzision könnte helfen. Könnte helfen. Da haben wir noch mal was drauf. Und noch Segen. Und wenn das jetzt nicht ein One-Hit-KO ist für absolut alles bei den Gegnern, dann weiß ich auch nicht. Ah, fast. Das war knapp, aber... Natürlich hat der Blenden. Oh, das ist so unschön. Oh, das ist so dermaßen unschön mit den Fernkampfeinheiten von ihm. Ich weiß nicht, ob ich es gewinnen kann. Ehrlich gesagt, mein Held ist nämlich für einen Kampf... Oh, sein Held ist so viel besser für einen Kampf. Vergiss es. Vergiss es. So beginnt man eine Episode gut, indem man erstmal komplett versagt. Könnte natürlich an dieser Stelle schneiden und sagen, hey, das ist nie passiert. Aber ich bin einfach too cool for school. Warum mache ich sowas nicht? So, wie komme ich eigentlich da rein, by the way? Also. Ich glaube, wir müssen jetzt 10 Wochen dabei zusehen, wie ich Einheiten ansammle. 10 Wochen. Ingame-Wochen. Nein, echte Wochen. Ich werde diese Mission noch über 10 weitere Wochen hinaus zögern. Ja, ich lasse hab's in letzter Zeit ein bisschen schleifen lassen. Unterschiedliche Gründe. Erstens arbeite ich relativ viel in letzter Zeit, also relativ viel. Paar Tage die Woche und dann habe ich auch noch, nachdem ich mich wirklich, wirklich sehr intensiv mit Undertale auseinandergesetzt hatte, nicht zu viel Lust auf Aufnehmen gehabt. Jetzt habe ich derzeit wieder viel Lust und ich werde es auch wieder schön machen. Vor allem die Tage, in denen ich nicht arbeiten muss. Aber es kann natürlich immer mal kommen. Aber ich möchte, ich habe derzeit immer noch sehr viel Lust auf Let's Playen und ich möchte es nie wieder so schleifen lassen, wie ich es mal getan hatte. Mit so einem Jährchen Pause oder sowas. Jetzt weint jemand im Hintergrund. Ganz bitterlich. Okay, keine Einheiten zur Verfügung. Alles komplett aufgestuft. Hat die Weisheit? Die hat Weisheit. Die hat verbessert Weisheit. Das heißt, ich könnte mir hier eine Magiergilde Stufe 4 kaufen. Sprich, das sind die Zauber, die sie höchstens noch bekommen kann. Drachentöter wird absolut... könnte sogar halbwegs gut sein. So. Jetzt muss ich nochmal schauen. Ob die gute, komplett aufgerüstete Einheiten hat, Dendroin-Soldaten, Kriegseinhörner, ja, hat sie. So. Hier bräuchte ich dann auch noch, weil der braucht Magie, der ist ja so nutzlos, der Junge. Die ist auch irgendwie nutzlos. So. Der ist gut, der ist nicht nutzlos. Wie komme ich denn da rein? Ach da, wieso bin ich da nicht... Wieso bin ich da vorher nicht reingegangen? Heiligsblechle, bin ich behindert. Komme ich da oben nicht rein? Doch. So, oh
holen wir uns noch den ganzen Rotz da. Mit dem gehen wir hier runter. Oh nein, Teile unserer Armee fallen. Ja. Resident Sleeper. Oh, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh ja. Oh ja, das sind einfach die Dinge, die ich brauche. Warte mal, habe ich mit dem eigentlich schon mal das hier besucht? Nicht besucht. Was? Sind da Einheiten davor? Dahinter viele Rocks. Nicht mit mir. Auf solche Spielchen lasse ich mich nicht ein. Auf solche kranken Perversen. So, hier weiterhin schön die Magiergilde kaufen. Weil der hat doch wahrscheinlich sogar. Was hat denn der Gute? Meisterhaft Weisheit. Ja, der braucht ein bisschen Magie. Sonst bringt er irgendwie gar nichts am Ende. Warum fighten die gegen mich? Die haben überhaupt keine Chance zu gewinnen. Ja, gut, auf geht's. Ich bin bereit. Ich hasse mein Leben. God fucking damn it. Die halten einiges aus. Die halten wirklich, wirklich einiges aus. Bin mir ein bisschen verwundert. So. Ich hätte eigentlich gehofft, dass ich bis Ende Dezember mit dem Let's Play hier durch bin. Und ich meine, ich bin jetzt noch nicht mal allzu langsam. Die Missionen gehen mit einem relativ flotten Tempo durch. So schnell man es machen kann. Ohne Vorwissen über die Mission. Ich denke, wenn ich mehr Wissen über die Mission hätte, würde das auch einiges einfacher gehen. Im Endeffekt. Sollte ich noch ein bisschen Geld mitnehmen? Wahrscheinlich sogar ja. Geld ist mir doch tatsächlich ein bisschen zu wenig insgesamt zugute gekommen. Okay. Das ist alles. Naja. So, die beiden tauschen wir aus. Der kriegt die Einheiten hier. Der gibt es. Oh, hier gibt es ja sogar noch einiges zu holen. Oh, warte. Nein, bis zum nächsten Tag warten. Dann kriegt ihr nämlich noch die 10% von der. Von der Dingenskirchen, ihr wisst schon, was ich meine. So. Ja. Oh, jetzt kommen sie ange. Jetzt kommen sie marschiert. Okay, nehmen wir doch noch mehr Erfahrung hier für ihn. Oh ja, dieses Geräusch. Dieses geräuschige Geräusch. Ah, verbessert Mystik. Und dann war ich hier noch nicht, aber da komme ich von hier aus nicht hin und dann gehen wir wieder dahin. Okay. Okay. Nicht schlecht. Die bleibt da, wo sie ist. Also, was haben wir gesagt? Die braucht auf jeden Fall mehr Einheiten. Der unten braucht mehr Einheiten. Und vor allem... Das sieht immer noch nicht gut aus. Das ist halt irgendwie... Die Armeen sind nichts Halbes, nichts Ganzes. Wie weit bin ich eigentlich in der dritten Monat, zweite Woche? Dafür habe ich drei Armeen, die eigentlich schon... alle gar nicht mal so schlecht sind. Kann ich den besiegen? Kann ich? Ich hoffe. Weiß es nicht. So. Magiergilde Stufe 5. Auf jeden Fall holen. Jetzt habt ihr keine Edelsteine mehr. Halb so wild. Dafür habt ihr magischer Spiegel. Nee. Das ist doch Erdwesen herbeirufen. Ich habe nicht Blenden. Ernsthaft? Ich habe nicht Blenden. Aber Meteorregen, es macht einiges an Schaden. Stadtportal kann nützlich sein. Untote vernichten wird nicht nützlich sein. Erdbeben kann nützlich sein. Okay, es ist alles nicht zu gut, was ich habe, aber es ist besser als den Rotz, den er vorher hatte. So, habe ich jetzt genug Geld für alles? Habe ich ja, oder? Habe ich. Absolut nicht. Holz verkaufen. Das ist der Moment, auf den ihr gewartet habt. Kauft alle euren Holz. Ähnlich, ne? Das wird absolut nicht reichen. Ja, wobei die Edelsteine, die Kristalle brauche ich sogar noch teilweise. Drachenkostenkristalle. Okay, vergiss es. Der muss noch einen Tag warten. Er will denn nur fighten oder nicht? Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Kommt da so ein bisschen angedackelt, sagt sie so, hey, Diablo, wie geht's? Hau da wieder ab. Ich glaube, der will mit dem Helden hier fighten. Das wird der Kampf des Jahrhunderts. Pam! Und jetzt steht er genau im Weg. Und jetzt steht er genau im Weg. Oder doch nicht. Okay, ich dachte schon. Das wäre es natürlich auch noch gewesen. Ja, wie gesagt, ich hätte gedacht, ich bin schneller damit durch.
Bin jetzt nicht, auch nicht zu langsam. Die Missionen sind halt doch ein bisschen länger, vor allem bei einer großen Karte. Die Karte hier, die ist ja bösartig von der Länge her. So, kann ich den jetzt besiegen oder nicht? Komm, zeig mir, was du drauf hast, Kleiner. Oh ja, der ist gut besiegbar. Ups, das ist mein Held. Das ist meine Frau von Held. Was macht am meisten Sinn, ist die Frage. Steinhaut für die Drachen wahrscheinlich. Ne, Drachen sind zauberimmun. Wahrscheinlich macht ein bisschen Schaden anrichten, die meisten sind. Gegenschlag, die ausgebildet kann sich einmal mehr pro Runde wehren. Das ist alles nicht so das Wahre. So, damit treffe ich immerhin drei Einheiten. Ah, komm. Ein bisschen Schaden gemacht, ist okay. So, die Rocks will ich killen. Und natürlich das Katapult, das ist das Wichtigste an der Sache. Ich werde Drachen verlieren, das ist nicht schön. Ich hätte sie vielleicht erst rankommen lassen sollen. Aber intelligente Spielweise seid ihr von mir nicht gewohnt, also werde ich euch auch gar nicht erst damit verwöhnen, hier in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube die Zeberi. Es geht. Es kann schlimmer sein. So, warte mal, die Rocks haben noch nicht angegriffen. Die Medusen auch nicht. Aber die Medusen? Ah, das ist schön. Oh ja, lass meine Drachen in Ruhe. Oh, wie gut! Lass meine Drachen in Ruhe. Ja, das ist richtig gut. Die vergreifen sich an meine kleinen Pisser von... Nein! Nicht Troglodyten! Nein! Keine Sorge, die Dendroiden, wenn sie denn jemals rankommen, werden so viel Schaden anrichten. Die Drachen, lasst sie so angreifen, dann greifen sie zwei an. Perfekt. Ne, das werde ich nicht nochmal hinkriegen. So. Dämonen. Und die fliehen. Okay, nice. Verluste halten sich in Grenzen. Überwiegend Zentauren, das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe nach wie vor kein Erste-Hilfe-Zelt. Es würde sich sogar inzwischen wirklich, wirklich lohnen. Na, das habe ich jetzt verpasst zu kaufen. Der Held bewegt sich langsam. Der Held, keine Ahnung, was mit dem ist. So, das heißt, ich müsste jetzt echt mal anfangen, mich mit dem zu bewegen. Ich will aber zumindest die Titanen haben. Eigentlich auch die Nagas. Weil die Nagas, die bringen es wirklich. Wenn die in den Nahkampf kommen, dann ist echt nice. Ich kann nichts machen. Ich kann noch ein paar Nagas. Eine wahrscheinlich oder sowas. Zwei. Get on my level, bitch. Wenn ich aber zu lange warte, macht er da unten seine Züge, die mir wahrscheinlich im Endeffekt nicht gefallen wollen. Also lieber einen sauren Apfel beißen und mit dem einen oder anderen Titan weniger unterwegs sein, als im Endeffekt von dem in irgendeiner anderen Art und Weise in den Popo gefickt zu werden. Darf nicht gefickt sagen, wir sind hier im Fernsehen. Ja, sonst irgendwie anal vergewaltigt zu werden. Ja, das ist okay. Anal Vergewaltigung geht, glaube ich. Ich schicke den jetzt mal vor, damit er hier irgendwas machen kann. Ich weiß noch nicht, was er machen kann, aber irgendwas kann er ja machen. Ich hätte gern so einen Kartograf für den Untergrund, der mir also sagt, hey, da musst du hin. Da ist der Sieg. Oh ja, da ist der Sieg. Oh Gott. Wenn ich das schon sehe, die haben richtig viele Einheiten hier im Untergrund. Es wird Zeit zu speichern. Mal wieder. Schön wird's nicht. Oder? Na ja, gut. Das ist sogar gut machbar. Vergesst, was ich gesagt habe. Immer schön auf die... Na klar, immer schön. Immer mitten in die Fresse rein, ne? So. Vergesslichkeit habe ich jetzt noch gelernt. Das ging. Machen wir so. Ja, das ist gut genug. So, da müssten beide drauf gehen. Jupp. Ist auf jeden Fall schon mal ein ziemlicher Vorteil. Und jetzt warten wir auf bessere Zeiten, die es nicht geben wird. Einhörner werden nicht reinkommen. Ja, nichts wird weiter reinkommen.
Wer hat noch nicht angegriffen? Die haben noch nicht angegriffen. Einfach mal zurück. Ist okay. So. Tendroiden. Die werden niemals wieder zum Zug kommen. Okay, dadurch, dass wir jetzt gewartet haben, sind die Manticore in Schlagreichweite gekommen. Ich habe bis jetzt noch keinen Drachen verloren, was mich sehr verwundert. Okay, da doch kaum Schaden genommen. Reicht das? Nee, der kommt nicht so, oder? Nee, greift nicht so an. Ich find's so assi, dass sie keine Gegenwehr zeigen. Das ist so kompletter BS, Guys. Das war auch nicht so gebraucht. Dass man gegen die Harpien keine Gegenwehr haben kann. Weil die sind direkt vor mir. Bullshit. Sondergleichen. Dieses Katapult ist auch so unglaublich nützlich. Eines Tages wird es eine Mauer einreißen. Aber es wird nicht in diesem Leben sein. So, dann können wir jetzt hingehen. Es wird uns auf jeden Fall erstmal mehr Geld geben. Drachenhöhle haben die nicht mal. Es wird uns mehr Zaubersprüche geben. Eile! Okay, der Zauberspruch lohnt sich auf jeden Fall. Sondern, ja, nehmen wir hier mal das Zeug ein, ne? Das kann nicht schaden. Wo kommt denn der jetzt? Ist das dein Ernst? Gibt's hier einen Stall? Das wird wundervoll mit dem. Den einzufangen, das wird wundervoll. So, der könnte eigentlich nur hier hingehen. Und hier gibt es genug Einheiten, um ihn aufzuhalten. Also es ist nicht genug, aber ich könnte mir bis dahin auf jeden Fall noch was kaufen. Gibt es hier drüben gar nichts? Doch, ein Untergrundtor. Aber gibt es hier drüben nichts Interessantes? Ich muss echt die Dinger hier bekämpfen. Okay, die Rocks kann ich getrost ignorieren. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch 10 Episoden verbringen werde. Oh mein Gott, fight me. 101. Now. Fight me. Ist okay. Ist klar, wie weit er kommt. Ist klar, es ist ein Dungeon-Held. Aber natürlich kann er die halbe Map überqueren. Es ist... Und die ganze Sch... Oh mein Gott, dammit. Okay. Es ist jetzt Zeit, hier Einheiten zu kaufen. Wie wundervoll. Wie wundervoll. Ich habe hier noch nicht mal eine aufgerüstete... Oh mein Gott. Das tut gerade so weh. Ach du Scheiße. Der könnte die Stadt sogar einnehmen. Das wäre unangenehm, wie sonst was. Ah. Naja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schön ist es nicht, aber... Mein Gott. Was ist das? Harpien-Nest. Ne, ich brauche keinen Herpes. Herpes. Okay, mehr scheint sich auch gar nicht zu... Oh ja, wir werden uns ein Erste-Hilfe-Zelt kaufen. Natürlich kämpfen die, das war so klar. Müssen. Oh Gott. Magischer Pfeil. Okay, vergiss es. Kommt ran. Hä? Kommt ran? Oder die kommen einfach nie ran. Das wäre natürlich auch praktisch. Okay, die kommen ran. Wow, die können fliegen. Holy shit, Batman. Okay, Batman kann nicht fliegen. Okay, das hat Batmans Gefühle verletzt. Vielleicht sollte ich sowas nicht sagen. Näher ran. Hoffentlich kommen die näher ran. Ich hoffe nicht, dass die nach unten gehen. Ich hoffe eigentlich, dass die an den an die Hellebardenträger näher rangehen. So ärgerlich. Na gut, die Erzengel, die sterben nicht so schnell. Die greifen können nicht ran. Irgendwas von mir stirbt noch. Oh ja, 3 Hellebardenträger. Das war zu viel des Guten. Und warum genau sind die diesen Kampf wieder eingegangen? Ich weiß es einfach nicht. Okay, es gibt hier absolut nichts
von Interesse bis auf 3 solche Untergrundportale. Und das Zeug hier. Okay. Oh, da ist doch was von Interesse, mein guter Alamar. Alamar, der Kant Destroyer. Der kommt da nicht raus. Okay, der fightet. Oh, das wird so unangenehm. Aber es ist gewinnbar. Nee, eigentlich nicht. Ich muss mir nichts vormachen. Weil der Wichser hat Blenden. Warten. Der Wichser hat Blenden. Das wird nicht schön. Ah, machbar, aber nicht schön auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Und er zaubert Blenden auf meine Erzengel. Das ist das Schlimmste. Gerade die Einheiten, die was ausrichten könnten. Das ist... Oh, er zaubert nochmal Blenden. Ich hätte mir vielleicht einen Helden holen sollen hier. Ach, wie wundervoll. Ach, wie viel Spaß das macht. Naja, so eine Niederlage muss man auch mal hinnehmen können. Ich kann's nicht. Ich weine. Ah, es ist so ein... okay. Okay, jetzt wird aufgeräumt, Leute. Absolut überhaupt nicht. Ah, nimmt aber auf jeden Fall einiges an Schaden. Nein, ich red mir eigentlich nur Sachen ein, die nicht existieren. Gott. Na, versuchen wir nochmal ein bisschen abzufacken. Vielleicht geht da was. Vergiss es, da geht nichts. Der hat den Rock Eile gezaubert. Der Rock persönlich wird mir den Arsch aufreißen. Wenn ich den Helden irgendwie aus dem Weg räumen könnte, das wäre wirklich gut. Weil der ist somit der Einzige, der richtig mich abfacken kann gerade. Einfach nur von der Heldenstärke her. Es ist nicht die Armee, die mich hier ruiniert. Das sind die Sachen, dass der 15.000 Mal zaubern kann und was weiß ich nicht alles. Oh mein Gott, das ist so teuer, was ich da verliere.